gezeigt werden soll, wie das ungefähr aufgeteilt werden soll, bebaut und nicht bebaut. Und man kann ja daraus sehen, dass so ein schmales Stück zu bebauen ist, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, da, wenn man den Fußweg und den Weg vor den Häusern und die Gärten vor den Häusern noch lässt, da bleibt gar nichts nach. Ich vermute mal, dass man doch noch weiter rüber gehen wird, damit es überhaupt realisiert wird. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass wenn jetzt ein Investor, das ist ja die Firma Emeters, wenn der jetzt als einziger Investor da ist, dann kann er mit der Stadt machen, was er will. Ja. Und die Stadt, die denkt nur daran, 10 Millionen Euro wollen wir haben. Was für Infrastrukturkosten dann auf sie zukommen, das wollen sie alles an Emeters übergeben. Und wer prüft das nach, ob es auch alles tut? Und eigentlich wäre es besser gewesen, wenn die Stadt wie die Fachbehörden das alle geschrieben haben, diese Vorprüfung machen würden mit fiktiven Zahlen. Und das hat man abgelehnt. Ja, da hat sich der Senat übergeordnet, weil sie das Ding vom Tisch haben wollen. Und so bin ich der Meinung, laufen wir da in das Lübecker Unglück rein, was bisher immer vermieden wurde. Ja. Politik sagt ja, die Hälfte des Grünstreifens wird erhalten. Die drücken das ja positiv aus. Aber ist dieser schmale Streifen denn überhaupt noch nutzbar für... Ja, sehen Sie mal, wenn Sie jetzt mal rüberschauen, ja. Von der Hälfte, die nicht bebaut werden soll, ist jetzt schon ein Drittel Bäume und gerade mit EU-Kosten teuer schön gemacht worden. Ja. Das heißt, es ist also von der Hälfte nur noch zwei Drittel da zum Liegen. Und dann sind da Häuser, und man weiß es ja von anderen solchen Bebauungen, dass sich dann der Investor irgendwann verbittet, dass man sich da vorlegt oder das so unangenehm macht, dass die Leute vergrault werden. Ja. Und dazu kommt natürlich die andere Seite der Medaille, dass die Mieter, die Touristen, die hier in diesen Häusern hier seit vielen Jahrzehnten kommen, dass die dann sagen, nö, also wenn das alles zugebaut ist, da kann ich ja gar nichts mehr sehen. Dann miete ich lieber gar nicht mehr. Dann gehe ich lieber nach Timmendorf. Da ist das frei. Ja, Sie sind gestern auf dem Grünschein. Wo kommen Sie denn her? Ja, ich komme aus Holland und ich bin hier auf dem Grünstrand, komme hier schon seit langer Zeit, weil ich hier Freunde habe in Lübeck. Ja, kennen Sie Travemünde schon länger oder sind Sie das erste Mal jetzt? Nein, ich kenne das schon sehr lange. Hm. Ich komme seit 92 in Lübeck, geschäftlich bin ich da verbunden. Ja. Und seit Travemünde so 98, 99. Hm. Jetzt soll hier gebaut werden, die Hälfte ist dann weg. Dann müssen sich da kuscheln sich alle auf der Wasserseite, ne? Ja, das ist schade. Wir kommen immer hier hin, weil natürlich der Grünstrand hier ist. Ja. Man kann hier schön auf die Wiese liegen und so weiter, aber auch schön hier über die Promenade laufen. Und ja, das ist natürlich schade, wenn hier gebaut wird und muss man sich abfragen, ob das notwendig ist natürlich, ne? Ja. Und ob man Leute, die hier dann liegen und ja, sozial davon abhängig sind, ob man die da nicht bei benachteiligt, ne? Mhm. Wie ist es für Sie? Ist es ein Grund für Sie, woanders dann Urlaub zu machen? Oder? Ja klar, wenn das natürlich hier bebaut wird und wir können hier nicht sein, dann ja. Und es ist natürlich auch so, dass die 2, 3, 4 Jahre, wenn da gebaut wird, hier natürlich eine große Baustelle ist. Mhm. Und das ist natürlich mit ein Grund, um irgendwo anders Urlaub zu machen. Ja. Wo Sie jetzt gesehen haben, hier, wie das dann aussieht, können Sie sich das vorstellen, dass man da auf seiner Wolldecke unterm Balkon liegt und oben trinken die Leute Kaffee und gucken runter? Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn hier eine große Baustelle ist für 4 Jahre, dann kann man sich irgendwo anders ausdenken natürlich. Na, ja, nee, das denke ich, dass es ein großes Nachteil ist. Ja. Ja. Okay, danke. Bitte. Wir kommen schon 50 Jahre. Ja, das ist ja nicht Ihre Frage. Ja, aber das ist ja schon, da sind Urlauber, die kommen nicht mehr. Nein, das ist ja. Ja, das ist der Punkt. Die Urlauber bleiben, wenn man nicht zu gucken ist. Aber dafür sind ja vorne Wege, die haben viel Geld bezahlt. Ja, ja. Und das will ja der Senat in der Hoffnung, da gibt es auch nicht Geld. Ja, ja. Und nur das ist der Mut. Die lügen sich selbst in die eigene Tasche. Und im Endeffekt machen sie einen Verlust, weil der nämlich geklagt wird. Nicht, die Verkehrsanflüsse sind gar nicht geregelt, die Wasserverhältnisse, die Umweltfragen, alles ist Umweltschutz und auch Naturschutz, alles nicht geregelt. Wir haben ja schon so viel hier gemacht, wir haben schon ein paar Mal Unterschriften gegeben. Ja, ja, alles. Haben Sie auch mit Erfolg gemacht. Ja. Bis dahin. Ja, ja. 21.000 Unterschriften gibt es, wenn Sie nachher sagen, wir wollen das nicht. Jetzt geht das alles wieder von vorne los. Da sind drei Leute aus irgendeiner Partei und die bestimmen das. Ist doch so. Ja, ist doch so. Traurig ist das. So ist in ganz Deutschland heute.